Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Farpoint. Hier auf diesem sehr seltsamen Planeten mit Spinnen und Aliens. Und meiner hübschen, hübschen Sniper. Na, na, na. Ich habe eine geile, geile Sniper und ich liebe sie. Ich schnetzel alles damit weg. Und wenn da gleich irgend so ein fettes Viech kommt, ich schnetzel es da und weg. Ja, lassen wir uns mal überraschen, was hier noch auf uns lauert. Machst du das Türchen auf? Warte hier. Ich werde das machen. Wenn ich den Schalter umlege, bricht hier die Hölle los. Enttäusch mich also nicht. Okay. Leg los. Moment, ich kann die Tür von hier öffnen. Ich brauche etwas Zeit. Oh oh. Ich bin noch mit der Tür beschäftigt. Geh nicht weg. Das sollte reichen. Mach dich bereit. Ich habe ihm den Kopf abgeschossen, er läuft weiter. Wie so ein Hühnchen, das man den Kopf abgeschossen hat. Ich kenne euch, Leute. Ihr könnt mich nicht mehr eiskalt erwischen. Na, will da noch jemand kommen? Komm noch her. Das war ein Trick. Hey. Willst du mich verarschen? Weißt du, was ist denn das für eine Methode? Kurz schießen und wieder abbauen. So eine feige Sau. Nicht mit mir, Bro. So, wo gehen wir jetzt lang? Davon, wo die Gegner kommen, würde ich sagen, ne? Gute Frage, nächste Frage. Hier geht's auf jeden Fall nicht lang. Ich vermute mal durch diese Tür hier. Oder wir gehen hier durch. Scheiße. Ich will hier nicht sein. Oh, sorry. Ist das der Kern? Ist doch, ah nee, das ist die Maschine. Sie will so eine Maschine nehmen. Oh, jetzt geht's richtig ab. Wieso darf ich da nicht rein? Ich will da rein. Gehen wir. Na gut. Ich will da rein. Das wäre ein Träumchen. Was sind das jetzt? Dornenwerfer. Dornenwerfer. Diese Alienwaffe verschießt Energiedornen. Wenn mehrere Dornen denselben Gegner treffen, erhöht sich ihr Schaden. Echt jetzt? Die Dornen explodieren 4 Sekunden nach Kontakt. Oder du nutzt den zweiten Abzug, um sofort alle Dornen zu zünden, die abgefeuert wurden. Das ist ja mehr oder weniger Halo. Okay.
check's zwar nicht ganz, aber das passt schon. Okay, muss ich nicht nachladen. So, da sind wir zurück. Da muss ich erstmal noch ein bisschen umgehen, aber an sich ist das ein Nadelwerfer aus Haten. Und gar nicht mal so schlecht für große, große Gegner. So, ich war nicht richtig auf der Position, wo ich vorher war. Okay, ich vermute mal, wir müssen dahin. Ach, da war der Fehler. War wahrscheinlich zu weit vorne. Abkürzung. Wir müssen zurück zum Shuttle. Jetzt. Bleib bei mir. Verstanden. Holy shit. Okay. Action-Musik. Das kann ja spannend werden. Ich darf da natürlich oben nicht lang. Ist ja klar, ich gehe mittendrin durch. Hilft mir aber wieder gar nicht, Troller. Ich hätte zwar die Sniper auch weglegen können, aber ich liebe die Sniper, Freunde. Die Sniper ist einfach cool. Okay, versuchen wir es einfach nochmal. Aber da wohl irgendwas zu treffen, das kannst du ja voll vergessen. Einfach nur schön weit weg. Und dann könnt ihr mich mal. Eigentlich kann ich hier hinten chillen und die macht das alles alleine, oder? Aber darum geht's ja nicht in solchen Spielen. Da soll man mit Action machen. Klar, ihr wisst natürlich schon, wo ich bin, bevor ich da bin. Der geht's gut. Die kann ja nicht aufgehalten werden anscheinend. Du, ich bin sterblich. Shit. Wollt ihr mich verarschen? Klar, ihr könnt mich anvisieren, ich euch nicht, oder was? Okay, nicht mehr viel Leben. Wo sind die? Was ist das? Ach, Plasmagewehr. Ich brauche nur meine Sniper. Habe ich ihn erwischt?
Ich bin halt ein Profi, Freunde. Keine Munition, shit. Ah, ist klar. Ich treffe den Bengel nicht, er bewegt sich zu viel. Ich sollte ein bisschen meine Umgebung im Auge behalten, glaube ich. Lade viel zu oft nach. Aber besser zu oft als zu wenig, oder? Klar, den habe ich nicht getroffen. Ist okay. Ist okay. Weißt du was? Freundchen. Eieieiei. Ah gut, Hälfte an Leben hat er mir abgezogen. Du machst mir auch keinen Schaden, Mädel. Die trifft ihn nicht. Ich meine, genauso wenig wie ich, aber... Ich habe ihn getötet. Geschafft. Weiter geht's. Verstanden, ich gehe rein. Geschafft, sagt sie. Geschafft! Am Arsch geschafft! Oh, das ist meine Troller. Damit irgendwas zu treffen, ist ja grausam. Aber an sich sieht echt cool aus, die Waffe, ne? Oh mein Gott! Shit, das Loch. Mein Gott, da ist es. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen zurück zum Shuttle. Jetzt. Bleib bei mir. Alle 10 Jahre immer dasselbe? Das ist doch vor 20 Jahren auch schon rausgekommen. Ich weiß nicht, irgendwie hielt das Ding daneben. Natürlich habe ich nichts gegen die kleinen Spinnen. Ach du Scheiße! Ich mach das. Ach du heilige Scheiße! Hilf mir doch mit den kleinen Spinnen. Da bewege ich mich auch. Da lebt noch einer. Da lebt noch einer! Willst du mich verarschen? Da lebt noch einer. Wie wär's, wenn du mir hilfst? Ist klar. Ist klar. Ich mach das schon. Mach dir keinen Stress, Troller. Also ich ziehe jetzt genau geradeaus. Ja, ich teste die Waffen. Lass mich. Oh, ich bin gleich auf mich allein gestellt. Beweg dich, los! Ja,
Die Frau hat keinen anderen Menschen seit Jahren gesehen. Alles ist gut, Zero, alles. Oh, nehmen wir die Schrotflinte. Ey, will die scheiß Schrotflinte! Aha. Okay. Als Baumann! Komm her! Ist hier noch jemand, der aufs Maul möchte? Ich würde am liebsten durch den Tunnel gehen, der sieht mir ein bisschen sicherer aus. Naja, gut. Mit der Schrot sind wir, glaube ich, gut aufgestellt. Scheiße. Da hätte ich jetzt am liebsten die Nadelwerfer. Echt jetzt? Lass mich bloß in Ruhe! Was ist denn los mit dir? So, kurz mal gucken, wo ich bin. Willst du uns sagen, dass wir uns beeilen müssen? Ist hier die Wand? Nein. Okay. Das gibt mir überhaupt keinen Schutz. Gegen was bin ich da gekommen? Ich glaube, ich bin mal wieder gegen das Mikro gekommen. Okay, ich darf nicht gegen das Mikro kommen. Ihr habt ja gesehen, wie meine Waffe verzogen hat. Das war ja grausam. Was ist das? Hallo Mädel! Wolltest du mir nicht irgendwie Rückendeckung geben oder so? War da nicht irgendwas? Genau hinter dir! Ich treffe ihn nicht! Ich bin schon dabei! Ich treffe ihn nicht!
Verarscht kann ich mich alleine. Das war close. So, Freunde, doch wie das Ganze ausgehen wird, das werden wir wohl erst morgen erfahren. Haut rein, euer Zero. Tschüss.